Ja, schönen guten Morgen, liebe Camper. So, ich hatte hier schon mal darüber berichtet, der Mikroprozessor, das ist für mich so eine Weltneuheit, der ist fertig. So, was kann der jetzt? Es gibt so Standby-Lader, es gibt die Möglichkeit über einen Solarregler die Starterbatterie mitzuladen. Das ist alles halben Kram. Die Problematik, die sich da immer gibt, die wir auch das ganze Jahr immer hören, die Autos gehen mal in eine Halle. Die stehen da 2, 3 Monate, ist immer die Starterbatterie leer. So, wir haben jetzt hier so einen Mikroprozessor entwickelt. Kannst du mal schauen. Das muss ich wieder mein Fahrrad aufziehen. Und all unsere Platinen für die Zukunft tragen auch unseren Namen. So, siehst du, hier auf der Platine steht auch die Firma WCS, ne? Das wir immer auch wissen, das Gerät ist von uns. So, das Gerät wird auch hier in Deutschland gefertigt. Ich habe es selbst entwickelt. Jetzt ist das so. Du hast jetzt ganz einfach deine Starterbatterie mal leer. So, jetzt stehst du aber da. Was machst du jetzt? Ne? Wir haben jetzt hier, schau mal, wir haben jetzt hier 13,8 Volt. Das ist die Aufbaubatterie. Und hier haben wir 11,1. Da steht auch drüber Starterbatterie. Ne? So, ich habe jetzt hier das Netzteil genommen als meine Aufbaubatterie. Und hier ist meine Starterbatterie. So, jetzt sehen wir. Wir haben jetzt einen Ladestrom. So, wir haben jetzt hier einen Ladestrom von 1,0 Ampere, den wir jetzt in die Starterbatterie schieben. Ja, die hat jetzt 11,1. Jetzt gehen wir aber hin und sagen, Mensch, die Batterie ist leer, ich muss jetzt was machen oder muss ein ADAC anrufen oder was weiß ich. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, ich habe hier ein Programm drauf gespielt, ich kann bis zu 4,5 Ampere. So, wir drücken jetzt einfach mal die Taste. So, hier haben wir ja gesehen, dass wir nur mit 1 Ampere Ladestrom arbeiten. So, jetzt ist die Lampe hier auf Rot gesprungen. Ja. Jetzt sieht man auch, die Starterbatterie geht jetzt wesentlich schneller hoch. Jetzt haben wir hier oben schon 3 Ampere Ladestrom. Ich könnte den Ladestrom jetzt hier natürlich, könnte ich den erhöhen. Ne, könnte ich noch höher fahren. Hier sehen wir die Temperatur, das waren viele, viele Hürden, dieses Ding zu bauen. CE geprüft, wie gesagt, wird hier in Deutschland gefertigt. Hier sind spezielle Pads drunter. Wir können hier über diesen Treiber bis zu 85 Grad Hitze kriegen. Ist ganz normal. Das können solche Bausteine. Hier habe ich das Ding nicht drauf. Hier später deine Taste hier, deine Start-Stopp-Taste, Notstart. Ne? Siehst du, guck mal, jetzt hat die Starter schon L5. Die hatte gerade nur L4. Jetzt ist es so, wir nehmen natürlich den Strom aus dem Aufbau raus. Und irgendwann hören wir auf, wenn das Auto hat, weiß ich, ihre 8 Monate irgendwo steht. Und du hast im Aufbau natürlich eine große Batterie, aber begrenzen wir irgendwann, dann hören wir auf. Zaubern kann er ja nicht. Aber der hält die Starterbatterie startfähig. Das gehört, also sowas gehört eigentlich schon längst auf den Markt. Hat auch ein Jahr gedauert hier, die Scheiße. Muss man erstmal im Kopf machen, wie programmiert man das alles? Jetzt haben wir aber auch die Möglichkeit, und wir haben hier einen Pulsor drin, der die Batterie noch pflegt. Die hält noch viel, viel länger. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich absolut Hightech, das Ding. Das nächste ist, jetzt hat aber ein Auto eine 24 Volt Batterie. Ich muss jetzt wieder ein neues Ding bauen, wieder was Neues besorgen. Nein, ich kann auch von 12 Volt nach 24 Volt laden. Macht er alleine. Sieht man auch hier, 8 bis 16 Volt, 8 bis 30 Volt. Ja? Das heißt, der erkennt automatisch die 24-Volt-Batterie. Wenn jetzt mal eine Batterie wirklich mal 9 Volt hat oder 8,5 Volt, gibt es ganz wenig Ladegeräte auf dem Markt, die die Batterie erkennen. Die erkennen die nicht. Da machst du ein Ladegerät dran, die bleibt leer. Ein EWL-Block zum Beispiel vom Auto kann die auch nicht laden, weil der die Batterie mit 8 Volt oder 8,5 Volt, was auch immer, nicht erkennt. Darum, gut, ich habe hier 8 Volt, ich kann sogar bis 7 Volt kann ich die Batterie erkennen. Ne? Guck mal, jetzt haben wir schon auf der Starterbatterie, guck mal, hier, jetzt haben wir schon 11,8. Der donnert jetzt alles in die Starterbatterie rein, damit mein Auto nachher startfähig ist. Bleibatterien haben eine Eigenart. Die Bleibatterie ist jetzt leer. Die Bleibatterie wird dann für eine Stunde auch mit einem kleinen Strom geladen. Zu 90% bupp, kann ich das Auto starten. Das ist eine Eigenart einer Bleibatterie. Ist so. So, wie gesagt, hier haben wir jetzt die rote Lampe an. Wir sind jetzt in dem Notprogramm.
Das Notprogramm habe ich jetzt auf 45 Minuten. Das läuft alleine ab. Nach 45 Minuten geht der alleine wieder in die 1 Ampere rein. Ne? Dann springt er hier wieder zurück. Ne? Darum steht auch hier, hier oben ist das Notprogramm. Dann springt er ganz alleine wieder zurück in dem alten Programm. Ich will die ja nicht vollladen immer oder immer bis zum Rand vollladen. Ich will die Batterie startfähig halten. Ja? Ich kann sie damit auch vollladen. Ja? Dann drücke ich dreimal darauf. Das ist alles über den Dipschalter gemacht. So, schau mal, jetzt haben wir schon 12 Volt. Gestartet sind wir mit 11,4 Volt auf der Batterie. Dann haben wir hier auch noch eine Automatik eingebaut. Sobald er in dem 12,2 Bereich kommt, dann schaltet er sich wieder aus, dann geht er im normalen Zustand. Ne? Ich habe schon, wie gesagt, viele gemailt. Es werden 150 Geräte kommen, aber die Hälfte ist auch schon weg, wo ich die Kunden auch vertröstet habe. Wenn ich was zeige, wir können nicht zaubern. Das ist Entwicklung. Ja, ich hole mir ja nicht einen Akku oder ein Ladegerät, einen Aufkleber drauf und nach 3 Wochen habe ich das Produkt nicht mehr. Weil das sehe ich ja bei anderen Firmen. Da wird was vorgestellt und 3 Wochen später gibt es das nicht mehr. Ne? Dann kann eBay nicht mehr liefern. So was machen wir nicht. Ne? Wir machen eine richtige Entwicklung hier, die auch abgeschlossen wird. Ne? Das hat wirklich hier lange gedauert. Man sieht auch hier oben ganz deutlich für den Kunden Notstart. Wir installieren das auch beim Kunde so, dass der Kunde zu jeder Zeit da dran kann. So, der wird gleich wieder ausgehen. Ich könnte jetzt noch mehr drauf machen. Jetzt können wir mal die Temperatur abfragen. So, siehst du, wir haben jetzt 43 Grad hier in dem Gerät. Ne? Die Software ist ja alles von uns selbst. Ne? Das ist ja, wie gesagt, hier wird ja hier bei uns in Deutschland gefertigt. Ne? So, wie gesagt, 150 sind unterwegs. Das Problem, was hierbei war, war ganz einfach, das richtige Gehäuse zu finden. Da kannst du nicht in Plastik oder was reintun, du musst die Abwärme kriegen. Und hier sind Spezialpads drunter. So ein Pad kostet schon 1,80, der hier drunter ist. Das ist, wo die Platine drauf liegt. So, und dann brauchen wir später diesen Deckel, um die Wärme auch noch abzuleiten. Ne? Würde jetzt eine Batterie defekt sein und er geht 2-3 Mal in dem Notprogramm, und er sieht, dass die innerhalb von 5 Minuten, sage ich jetzt mal, von 11 Volt oder was, jagt die hoch. Wenn Batterien kaputt sind, die machen das ganz gerne. Das ist auch diese Eigenart. Die schießen sofort hoch auf 14 Volt, bums, voll, weil sie kaputt sind. Das sieht er sofort. Der flasht dann und er sagt dir ganz einfach in den Takt, die Batterie ist nicht mehr in Ordnung. Der kann eigentlich alles hier, ne? Wie gesagt, weil es ist hier ein Mikroprozessor. Wenn man mal überlegt, es gibt so Standby-Ladegeräte hier, so, das kannst du ja nicht, siehst du, so ein Ding kostet, weiß ich nicht, Katalog 60, 70 Euro, das ist 2 Euro, ne? Das ist ja ein Mikro, das ist ja ein Rechner, das ist ja ein Mikroprozessor, der das hier richtig macht. Guck mal, wir haben jetzt schon 12,2, ja? Ich wäre jetzt schon fast in der Lage, mal einen Startvorgang zu machen. Und das ist ganz einfach nur mit sowas möglich. Und das gibt es nicht auf dem Markt. Das ist, wie gesagt, das ist Weltneuheit. Rapid Mikroprozessor, das ist absolute Weltneuheit, was kein Mensch hat. Jetzt ist es so, es kommen da wieder sehr, sehr viele Anrufe. Es kommen wieder sehr, sehr viele Anrufe. Ich könnte, wenn ich wollte, hier einen riesen Online-Shop aufmachen. Die Kunden rufen uns an, die wollen Ladebooster, die wollen unsere neue Kombi. Sicher, viele wollen es selbst einbauen und machen es auch so und sagen, wir verkaufen das nicht. Was glaubst du, wenn ich mit dem Ding jetzt in Handel gehe? Da habe ich 500 weg in 4 Wochen. Aber will ich nicht. Das ist exklusiv WCS und wird nur von uns hier eingebaut. Da wird kein einziges Gerät von versendet. Aber wie gesagt, das ist der absolute Highlight, das Gerät. Ne? Siehst du, wir sind jetzt immer noch kräftig am Laden. Ne? Ich könnte mal gucken. Mal gucken, wie er jetzt reagiert. Ja, guck mal, ich habe jetzt mal wieder 200 mA beigemacht. Ne? Jetzt fängt er gleich an zu takten. Ja? Aber man sieht jetzt mal, jetzt haben wir natürlich hier schon 12,1. Jetzt geht unser Aufbau natürlich etwas runter. Aber wie gesagt, wir warten, weil wir warten ganz einfach bei 12,2, blenden wir den wieder aus. Aber die meisten Kunden, die haben natürlich auch die Möglichkeit und haben eine große Batteriebank. Viele Autos laden am Werk schon gar nicht die Starterbatterie. Ja, und
So, siehst du, guck mal, wir haben jetzt abgeschaltet. Hast du gesehen? Der ist umgesprungen. So, wir sind jetzt auf grün gesprungen, weil in dem 12-Volt-Bereich, ich kann jetzt wieder starten, weil alles, was über diese 12,2 ist, fahren wir den Ladestrom nur noch ganz leicht. Siehst du, jetzt ist er hier wieder umgesprungen. Da kann ich jetzt hier, sieht man jetzt hier, jetzt geht er da, dann geht er hoch auf 3,1. Also, wie gesagt, Weltneuheit, Rapid Mikroprozessor, er kann alles, kann einfach alles. Das ist das absolute Highlight, das Ding. Ne? So sieht es aus. Ich schätze mal, dass sie ja, nach Ostern, irgendwie eine Woche noch, dann müssten die auch langsam alle eintrudeln. Ich habe ja hier schon die ganzen Geräte, weil ich die ja alle erst testen muss. Ne? Ich muss jetzt überall bei jedem Gerät, was kommt, das ist doof, ne? Ne? Muss ich jetzt jedes Gerät, muss ich jetzt einmal programmieren. Ist doch kein Problem. Die Zeit nehme ich mir ja. Dann kommt im Juli der neue Ladebooster. Das wird ein Schreck. Im Mitte August kommt ein neues Hightech-Solarmodul. Wobei, Solarmodul, da wollte ich dir mal eben was zeigen. Hier zum Solarmodul nochmal. Gut, der eine sagt Backkontakt. Für mich ist das eine Sun-Power-Zelle. Backkontakt, weiß nicht, ob es das gibt. Das wird so genannt. Ja, der Sebastian. Hier unser Mitarbeiter hat sich jetzt einen Kastenwagen, einen alten, wirklich alten Hummel geholt. Und da hat er sich mit seinem Kollegen eine Solarplatte besorgt, so ein Backkontaktmodul, hier so ein Ding, für 119 Euro in eBay. Hätte ich auch von mir haben können, aber er hat das mit seinem Kumpel gemacht, er will das mal probieren, soll er auch. Das Modul, das ist wirklich, das ist der ganze Stolz hier in meiner Firma. Dieses Modul, das ist einfach der Wahnsinn. Man sieht ja, das ist die Sun-Power-Zelle. Dieses Modul kommt aber auch als Actifier. So, wenn jetzt einer sagt, oh, ja, hier ist ja kein Draht drin. Und das alles Blödsinn. Das ist alles Marketing-Scheiß. Sicher, der eine sagt, dieses Modul kann mehr Licht aufnehmen. Die Backkontakt gegen die Actifier, schon zigmal getestet. Also, das sind alles Marketing-Sprüche. Also, wie gesagt, Backkontakt kenne ich nicht. Ich kenne nur die Sun-Power-Zelle. Und ja, aber dieses Modul hier, ne, das ist wirklich, das ist ein unglaublich, guck mal, unglaubliches Solarmodul ist das. Ne? Warte, da, das siehst du ja selbst, ne, hier. Da kannst du alles mitmachen, ne? Haben wir ja schon alles gezeigt. Da kannst du hier, mit dem Stapler sind wir ja drüber gefahren. Also immer dieses Backkontakt und das beste und stärkste Modul, vergesst das. Camper vergessen. Das Problem ist ja auch immer, wo ich immer wieder sage, Dinge hier wieder drauf, passt auf mit eurer Garantie. Ja? Wie kann es sein, dass wir in der Lage sind, auf all unsere Produkte 5 Jahre Garantie zu geben? Wir haben vorgestern das große Heulen hier gehabt in der Firma. Wir haben ein Wohnmobil hier gehabt. Das Wohnmobil ist etwas über 2 Jahre Display kaputt im Wohnmobil. Da glaubst du, den Hersteller interessiert hat, 480 Euro neues Display. Es gibt da so ein paar Displays auf dem Markt, die sind auch in einigen Wohnmobilen verbaut, die da schon Probleme machen und auch gerne kaputt gehen. Keine Garantie. Und darum sage ich immer, wenn man von einem Produkt nicht überzeugt ist, ja, dann will ich nur schnell aus die Garantie sein. Der kauft bei mir einen Ladebooster, wenn die 2 Jahre um sind, der kommt auf dem Hof und der ist kaputt. Muss ich ihn einschicken, reparieren, kostet 300 Euro, kostet 200 Euro. Ich kann jedem nur am Herzen legen. Passt auf mit eurer Garantie. Ich will euch ein Beispiel sagen. Ich habe zu Hause bei mir, zu Hause in der Wohnung, wir haben eine neue Heizungsanlage gebaut. Da gab es eine Firma, die gibt auf den Heizkessel 5 Jahre Garantie, den ich aber eigentlich erst gar nicht wollte. Markengerät, deutscher Hersteller. Habe ich aber gekauft. Die Firma Efeu Brennstoffzellen gibt 2 Jahre Garantie auf die Brennstoffzelle. Wenn du aber 5 Jahre haben möchtest, dann musst du 300 Euro bezahlen. Dann müsste ich ja, wenn ich meine Kombi verkaufen muss, der Kunde mir auch 300 Euro bezahlen oder mein Lithium-Akku. Das Geheule ist groß, nach 2,5 Jahren oder 3 Jahren ist das Produkt kaputt, dann zahlt ihr. Und darum kann ich jedem nur sagen, achtet auf die, fragt, du baust mir eine Batterie ein, wie lange hat die Garantie? Ja, aufschreiben.
2 Jahre würde ich die Batterie nicht anrühren. Ich würde mir das nicht kaufen. Ich würde mir auch keinen Ladebooster kaufen, der 2 Jahre garantiert. Kann der Hersteller behalten. Diese 5 Jahre Garantie, die muss da irgendwann mal Früchte tragen. Das ist doch ganz normal. Ist doch ganz normal, dass ich auf so ein Produkt vernünftige Garantie kriege. Sonst bin ich ja vom Produkt nicht überzeugt. Da habe ich Angst, das geht kaputt. Hoffentlich habe ich nur 2 Jahre Garantie. Und alle, die kaufen, die sich ihr Zeug kaufen, haben nur 2 Jahre. Das Geheule kommt noch. Und dann hätte ich doch mal gehört und hätte mir Ladegerät, Ladebooster, Wechselrichter, bla bla bla, mit einer vernünftigen Garantie. Und überall höre ich, wenn hier Kunden am Hof stehen, ja, mein Ladegerät ist drin. Ja, das Ladegerät ist kaputt, das ist jetzt etwas über 2 Jahre. Ich habe hinten angerufen, ich muss ein neues haben für 450 Euro. Ja, das kann doch nicht sein. Also, wenn euch das gefallen hat, denkt dran, 5 Jahre Garantie, sonst liegen lassen. Daumen hoch.